Ja, Nummer 5. Ja, wir versuchen die natürlich jetzt ein bisschen bevorzugt behandeln. Ist nicht die feine Englische, gestehe ich. Ist auch die Gefahr, dass natürlich jemand stirbt. Aber wir müssen natürlich unseren Ruf, ne? Ihr versteht das schon. Vielleicht können wir ja jetzt hier nochmal einen Arzt einstellen. In Warteschlange benötigt Arzt. Vielleicht haben wir jetzt mal einen vernünftigen Arzt. Langsamer, braucht nicht so schnell eine Pause und verliebt sich ständig neu. Okay. Was hat der? Lässt überall Abfall liegen. Ja, so einen brauchen wir aber nicht. Wir sollten... Es hilft nichts. Es hilft nichts. Wir wollen allen helfen. Ganz klar. Lykantopie wurde für ausgerottet gehalten, verschiedenen gefährlichen Wäldern. Kennen wir schon. Geht in die Apotheke. Okay. Also müssen wir auch bei der Apotheke jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, der Allgemeinmediziner, der hat jetzt nicht mehr so viel zu tun. Da läuft es. Hier läuft es natürlich jetzt nicht so gut. Der hat 7 in der Warteschlange und ist fix und fertig scheinbar. Klopf, klopf, klopf. Ja, was willst du machen? Eine zweite Psychiatrie? Oder wollen wir doch eine neue Krankheit heilen? Tja, das ist die Frage. Wir brauchen doch noch Toiletten, wir brauchen eine Weiterbildung. Also wir brauchen auch noch ein bisschen was. Aber ich glaube, wir machen erstmal die Weiterbildung. Okay. Mein Gott, das ist ja wie in der Universität. Ja, das reicht auch. Mehr brauchen wir nicht. Das sind mehr als genug Leute. So viele Leute können wir ehrlich gesagt gar nicht zeitgleich weiterbilden. Eine Mülltonne werden wir hier drin nicht brauchen. Wir müssen einfach mal ehrlich sein, wir können nicht überall alles haben. Wenn Durst da ist, meinetwegen, sollen die auch was trinken. So ein Pflänzchen ist vielleicht auch ganz, komm her, der Stuhl geht schon mal. So, und hier in jedem Stuhl ein Zertifikat. Da ist der goldene Star. Und wir müssen mal gucken, es gibt es hier so viele Sachen, die sind so teuer. Bringt das irgendwas? Dekorativ? Nö. Ja, hilft uns nichts. Es gibt hier Skelettmodell. Oh, der macht sogar Weiterbildungstempo hoch. Ja, aber da sind wir weit von weg. Da sind wir weit von weg. So einen Schrank könnten wir machen, aber... Ja, brauchen wir auch nicht unbedingt. So eine Uhr in so einem Seminarraum. Grundsätzlich gibt es da eine Uhr und auch so ein... Sideboard eigentlich. Sideboard haben wir nicht, also nehmen wir sowas. Alles im grünen Bereich. Ich würde sagen, mehr brauchen wir nicht. Zack, dann haben wir nämlich einen Weiterbildungsraum. Und dann gucken wir mal, was fehlt uns noch? Die Entleuchtungs- und es fehlt uns vielleicht noch ein zweiter Psychiatrieraum. Ich glaube, das ist noch ganz sinnvoll, dass man den hat. Ganz ehrlich, komm mal her. Machen wir so. Und so. Denn ich würde hier ganz gern den romantischen Kamin natürlich haben. Ein schönes Licht auch hier vielleicht. Ja, in der Ecke ist dann halt nichts. Das macht ja nichts. Da kann dann zum Beispiel so ein Abfalleimer hin. So eine Desinfektion kann nie schaden. Bisschen rauszoomen. Kaffee natürlich auch nicht. Jeder Arzt braucht Kaffee, Wasser und natürlich braucht ein Arzt auch Süßigkeiten. Ohne die geht's einfach nicht. Ein Arzt braucht das zwangsläufig. Das ist ein Grundnahrungsmittel für jeden Arzt. Und ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, der Arzt muss zeigen, wo der Hammer hängt.
da nämlich nicht. Was hatten wir denn da drüber? Ach, die Uhr können wir darüber machen, ne? Die Uhr. Ein Stuhl. Ah, der passt aber nicht. Den könnten wir so stellen. Es ist einfach normal hier. Was gibt's hier? Was bist du? Sichtschutz. Wenn jemand Verstecken spielt. Okay, wir müssen mal gucken. Es gibt natürlich auch immer hier so eigene Geschichten für jeden Raum, die man irgendwie freischalten kann. Das sollte man natürlich auch machen. Das sollte man nach Möglichkeit mitnehmen. Und ganz ehrlich, komm. Weil wir es können. So, und jetzt müssen wir auf Personal warten. Weiterbildung. Um die Weiterbildung zu starten, klicke auf das Rednerpult oder setze einen Mitarbeiter an, Zimmer ab und so weiter. Wählen Sie weiterbildungsbestimmte Qualifikationen aus und lernen Sie eine und so weiter und so fort. Ohne Qualifikation oder gegen eine Gebühr. Jawohl. Also, falls ihr es nicht gelesen habt, könnt ihr es jetzt nachlesen. Und wir müssen gucken. Wir müssen einen weiterbilden. Das bedeutet, wir brauchen Geisterjäger vielleicht. Vielleicht ist... Oh. Vielleicht ist Geisterjäger nicht das Beste. Vielleicht Mechanik. Gut, wir gucken mal, was passiert. Wir haben noch keinen Arzt, der Psychologie kann. Auf den warten wir noch. Freut sich über Sticker. Ich glaube, wir stellen den mal ein. Der kann supporten. Der kann einfach supporten. Und wir brauchen, glaube ich, noch Hausmeister. Ich glaube, wir brauchen noch Hausmeister. Schmutzfing? Warum ist so ein Schmutzfing? Alter, was ist das für ein Symbol? Ausdauertraining. Unmotiviert, streitet gern. Was will ich mit solchen Leuten? Okay, okay. Ich denke, das kann man so machen. Was haben wir hier? Besuch des Bürgermeisters. Lässt sich beeindrucken. Ja, er darf gern kommen. Lieber werter Herr Bürgermeister, Sie sind somit hier recht herzlich eingeladen. Nicht erreichbar. Okay, okay, okay. Was wir natürlich jetzt noch brauchen, sind diverse Unterhaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel so ein Zeitungsständer. Oder ein Trinkbrunnen für die Allgemeinheit. Oder wie wäre es mit Süßigkeiten für alle? Und dann können wir da vielleicht nochmal eine Bank hinmachen. Ich glaube, das wäre... Welche haben wir denn hier? Wir wollten das ja so ein bisschen räumlich trennen, haben wir gesagt. Voll gut, haben wir gesagt. So, was haben wir hier? Belohnung. Monobiester. Okay, dann müssen wir wieder auf Jagd gehen. Aber das lohnt sich ja. Und wir haben gesehen, das geht. Und ein paar haben wir ja schon. Das sieht auch nicht schlecht aus. Center in Lower Bullocks, the Steel Buns Gym. I spent a very pleasant afternoon in the sauna, but did not care for the smells as one walks down the corridor. In short, I would stick with the perspiration spa in Grottle Bay. Oh, ich wundere mich, warum höre ich mich nicht mehr? Kurz gehustet gehabt, Mikro leise gemacht und ich rede und rede und ich höre mich nicht. Ich denke, hä, was ist jetzt kaputt auf einmal? Tja, einfach nur vergessen. Die Pause auszumachen. Also die Mute-Taste zu drücken. Entschuldigung. Ja, hier sind immer noch eine Menge Leute. Wir müssen mal gucken. Wir brauchen dringend... Wir brauchen... Nee, wir brauchen... Wir können... Jetzt weiterbilden. Ich glaube, Patientenbetreuung war es. Alter Falter, das ist aber teuer. Aber komm, dann schicken wir gleich alle rein. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn alle da reingehen, dann fehlen die ja irgendwie. Ist egal.
Irgendwie werden wir das schon schaffen. Ach, der muss da rumgehen. Das Ding steht falsch rum eigentlich. 10.000. Naja gut, er kommt da vorbei. Ja, Beförderung können wir ruhig mal machen. 4 Patienten geheilt. Sehr schön. Möchte auch eine Beförderung. Vielleicht sollte ich mal gucken, warum die eine Beförderung wollen. Ja, der Raum wird voll hier, ne? Da kann man sagen, was man will. Das Krankenhaus steht gerade still. Ja, der Raum wird voll. Definitiv. Lost and found report. Green sock. Medium to large hole. Naja, ganz voll nicht, aber er ist gut gefüllt. Sagen wir mal so. Doctor needed in psychiatry. Bildung ist alles. Simply the best. Ja, das sieht doch ganz gut aus. 100.000 haben wir. Wo kommt das ganze Geld her? Ich würde jetzt gerne mal was wissen. Wir müssen natürlich auch mal verstehen, wie diese Statistiken hier funktionieren. Wo kommt denn so viel Geld gerade her? Wenn wir jetzt mal gucken. Ist ja im April passiert. Minus 5.000. Das ist die Anmeldung. Was haben wir seitdem gehabt? 10.000 für die Topferei. In der Apotheke. Psychiatrie. Ziel der Psychiatrie haben wir erreicht. Außerdem Station, Psychiatrie und Apotheke. Ja, läuft ja. Das ist ja unglaublich. Über 100.000 haben wir schon wieder. Ja, so kann das weitergehen. Ja, wir brauchen dringend. Dringend jemanden, Gott sei Dank. Oh, hier warten auch schon Leute, okay. Ja, das ist schon krass. 61.000 gewinnen. Das wird jetzt nicht immer so sein. Das war Zufall, dass hier so viel so erfolgreich war. Ja, Zirkustherapie. Wir bitten ihn zu warten. Zirkustherapie. Ich hoffe, der passt hier hin. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Alter, wie groß soll der Raum sein? Ein 4x4 Raum. Sieht krass aus. Zack. Deprimator, auch nicht schlecht. Ja, also den Clown soll alle Lust entzogen werden. Ich weiß es nicht. Aber bei dem Wort Deprimator. So, daneben noch ein Trinkbrunnen. Ihr kennt das Prozedere ja. Süßigkeiten sind auch nicht verkehrt. Die kommen dahin. Und jetzt geht's los. Pflänzchen hier, Pflänzchen da und natürlich ein Pflänzchen dort. So, ein Sehtest finde ich ehrlich gesagt, könnte man öfter mal aufhängen. So, jetzt wichtig, das ist die Wand der Zertifikate. Ich hoffe, wir kriegen hier 3 hin. Zwei. Okay, und dann hier 2 goldene. Eine Uhr. Die kriegen wir hier rüber hin. Und vielleicht kriegen wir da auch noch eine hin. Ja. Und einen Stuhl. Komm her. Eine, was? Eine Kanone? Okay, ist ein Deko-Objekt. Deko. Krass. Ich dachte, der wird jetzt durch die Luft geschleudert. Heu. Auch Deko. Okay, okay. Also es gibt auf jeden Fall auch hier ein paar Objekte. Was benötigen wir hier? Ein Krankenpfleger. Komm, wir werden doch wohl einen Krankenpfleger hier irgendwo haben. Der schmutzig, unmotiviert, energiegeladen. Oh je. Yeah.